Ja, Hallöchen, wunderschönen guten Tag. Was für eine unglaubliche Resonanz zum letzten Newsletter Power Geld Seminar. Ich habe ganz, ganz, ganz viele Mails erreicht. Teilweise auch traurige Mails, teilweise erschütternde Mails. Bestätigung, ja, es stimmt absolut, was du gesagt hast, lieber Ernst. Ich habe nicht aufgepasst. Ich bin jetzt 70, 80 Jahre alt. Es ist ein Drama. Auch ich gehöre zu den Flaschensammler. Auch ich gehe zur Tafel. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich so tief falle. Und ich wäre so dankbar. Ich hätte dich früher kennengelernt. Ich wäre so dankbar. Hätte ich damals mein Leben in den Griff genommen und hätte nicht blauäugig gedacht, es wird schon irgendwie. Das ist einfach das Problem. Es wird schon irgendwie. Es wird schon irgendwo gehen. Es ist bisher immer weitergegangen. Kennst du das? Und wenn du jetzt sagst, ach nee, jetzt geht schon wieder um Powergeld-Seminar, du, dann musst du jetzt hier nicht zuhören bei dem Podcast. Das ist ja nicht schlimm. Ach, Podcast, sage ich schon. Bei diesem Newsletter, das ist ja nicht tragisch. Aber vielleicht solltest du doch dranbleiben. Es gibt noch ein paar Testimonials, es gibt noch ein paar Kundenberichte. Ich habe doch einige, viele, viele, viele Seminare schon gehalten. Du weißt ja, einmal im Jahr, und jetzt ist vom 19. bis 21. September. Da kannst du wirklich, wirklich dich sehr freuen. Darum bleib dran. Hör einfach rein. Und ja, komm dann zu einer Entscheidung. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Also ich werde es hier noch weiter vertiefen. Um was geht's noch beim Powergeld-Seminar? Weißt du, es geht nicht nur darum, dass du dir alles leisten kannst, sondern es geht auch nicht darum, dass du im Alter dann kein Geld mehr hast, sondern es geht darum, falls mal medizinisch was ist. Medizinisch. Du weißt ja, die Krankenkasse zahlt, aber sie zahlen nicht alles. Vor allem Alternativmedizin wird nicht bezahlt. Und ich erzähle dir hier die Geschichte, die mir passiert ist mit meiner lieben Mama. Es ist sehr, sehr traurig, dass es so ist. Aber es hat einen guten Ausgang gehabt. Meine Mutter ist schwer krank geworden. Sehr, sehr, sehr schwer. Und der Arzt hat gesagt, ja, sie wird nicht mehr lange leben, ja. Ich habe gesagt, nee, meine Mutter wird nicht sterben. Sie wird nicht sterben, weil ich habe gespürt, es ist noch nicht die Zeit gekommen. Da meinte die liebe Frau Ärztin, Sie sind das Problem. Lassen Sie doch einfach Ihre Mama gehen. Lassen Sie sie gehen. Sterbende muss man gehen lassen. Ja, habe ich schon gehört. Ja, natürlich. Aber ich wollte nicht. Sie war so vollgepumpt mit Medikamenten. Und da ging es einfach nicht mehr weiter. Sie war wirklich, wirklich am Ende. Sowas von am Ende. Und das habe ich unendlich traurig gemacht. Sollte ich jetzt meine Mutter verlieren? Da hörte ich auch von verschiedenen Seiten, ja, weißt du, deine Mutter hat ja auch jetzt das Alter, sie ist schon über 80 Jahre alt. Irgendwann müssen wir doch alle sterben, ja? Was für ein dummer, blöder Spruch. Ja, natürlich müssen wir alle irgendwann sterben. Aber wenn du die Chance hast, doch noch eine andere Möglichkeit zu finden. Und ich habe mich dann eingesetzt. Und habe Alternativmedizin gefunden. Eine Klinik und Medikamente, wo die Krankenkasse No gesagt hat. Und weißt du was? Stell dir mal vor, du hast jetzt einfach nicht das Geld. Du hast keine Chance. Und deswegen muss derjenige gehen. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Vielleicht hast du Kinder. Vielleicht hast du einen Partner, den du liebst. Vielleicht hast du Eltern. Und du hättest die Möglichkeit, wenn du finanziell frei bist, Alternativmedizin zu bezahlen. Und du hättest die Möglichkeit, von A nach B zu reisen. Du hättest die Möglichkeit, alle Register zu ziehen. Weißt du, wie cool das ist? Auch da denke bitte daran. Denke bitte daran. Es geht nicht nur um dich. Es geht nicht nur um dich, dass du nicht mehr Lebenszeit gegen Geld verkaufst. Sondern es geht da auch darum, falls du mal krank wärst, denk mal dran. Du, ich hatte schon manche effektiv üble Diagnosen bekommen. Und ich habe es den Ärzten nicht geglaubt. Ich bin diesbezüglich ein ungläubiger Thomas. Ich habe schon viel zu viel erlebt, ja.
Schau einfach mal nach. Google mal, wenn es dir danach ist. Google einfach mal. Ärztefehler, Ärztepfusch und, und. Bitte, ich möchte an dieser Stelle nicht die Ärzte verteufeln, um Gottes Willen. Notfallmedizin ist sehr, sehr, sehr großartig. Da nützt dir keine Alternativmedizin, da nützt dir keine Naturheilkunde, wenn du dein Bein abgerissen hast, ja. Da müssen andere Dinge her, da muss dir dein Bein wieder angenäht werden. Aber es gibt Medizinteile, vor allem im chronischen Bereich, da gibt's keine Möglichkeit. Und weißt du, ich habe das auch schon erlebt mit meinem Vater. Auch mein Vater war am Ende. Auch da hat der Arzt gesagt, er wird sterben. Er hat gesagt, nein, der wird nicht sterben. Und ich habe ihn dann eingepackt ins Auto. Ich bin nach Zürich gefahren mit ihm in eine Spezialklinik. Er lag die ganze Zeit hinten. Meine Mutter sagte, Ernst, das kannst du nicht machen. Der Vater stirbt während der Autofahrt. Er hat gesagt, ist doch egal, ob er jetzt zu Hause stirbt oder während der Autofahrt. Aber vielleicht bringe ich ihn ganz dahin. Vielleicht überlebt das ja. Ist ja die letzte Chance. Lass es uns wenigstens machen. Alle waren gegen mich und ich habe es trotzdem durchgezogen. Und siehe da, 6 Wochen später. Mein Vater war damals 62 Jahre alt, so alt wie ich heute. Er war am Ende, tot, zu Ende. Da ging nichts mehr. Und er ist 96 Jahre alt geworden. Wie viel Alternativmedizin hat er eingenommen? Was hat er alles gemacht für seine Gesundheit? Das hat die Krankenkasse nicht bezahlt. Weißt du, wie cool es ist, wenn du dir das finanziell leisten kannst? Ich hoffe, dass es so tief in dich reingeht. Jetzt denkst du vielleicht, ja, ja, der Ernst versucht jetzt unbedingt, mich auf das Seminar zu holen. Nein, nicht unbedingt. Ich möchte dich einfach nur sensibilisieren. Freue mich natürlich, dich auf dem Seminar begrüßen zu dürfen. Aber in erster Linie geht es um dich, dass du nicht einfach das ablehnst und sagst, ja, Geld ist nicht alles. Das sagen immer nur Menschen, die kein Geld haben. Ich kann dir an dieser Stelle sagen, Geld ist alles. Weil Geld gibt dir unendlich viel Freiheit. Schreib das bitte auf. Geld gibt dir alle Freiheit dieser Erde. Mit Geld kannst du ganz, ganz viel kaufen. Du kannst auch Gesundheit mit Geld kaufen. Natürlich gibt's Dinge, da geht vielleicht gar nichts mehr. Aber bevor ich aufgebe, ziehe ich alle Register. Da reise ich von Pontius nach Pilatus, was ich schon gemacht habe. Da greife ich auch in die eigene Tasche. Aber um in die eigene Tasche zu greifen, muss die Tasche auch gefüllt sein. Verstehst du das? Und vielleicht hast du auch schon gehört, da wo schon ist, da kommt immer mehr dazu. Ja, genau so ist es. Und da wo wenig ist, wird es immer weniger. Ja, genau so ist es. Und jetzt können wir natürlich diskutieren. Ich diskutiere nicht, aber wir könnten jetzt diskutieren und sagen, ja, das Leben ist so ungerecht. Warum gibt es diese Zweiklassenmedizin? Warum, 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 warum? Ja, was bringt das, wenn wir darüber diskutieren? Warum, warum, warum? Es ist einfach so und es wird sich nicht ändern. Und ich bin 1000%ig sicher, das wird noch wesentlich extremer werden. Die Kluft wird noch wesentlich größer werden. Und jetzt kannst du sagen, man müsste soziale Gerechtigkeit, oder du sagst, okay, bevor ich jetzt wieder anfange, man müsste, suche ich einfach nach Wegen, nach Lösungen für mich und mein Leben, für mich und meine Familie. Ich halte das für wesentlich intelligenter, ich halte das für wesentlich sinnvoller. Anstatt in das allgemeine Gelaber einzugehen, ja, man müsste. Ja, man müsste den armen Menschen dieser Erde helfen. Ja, toll. Hast du schon mal geholfen? Hast du schon mal gespendet? Ja, dann höre ich oft, ja, von was soll ich spenden? Ich habe doch selber kein Geld. Entschuldigung, das ist doch eine Bankrotterklärung. Wie kannst du so unterwegs sein? Behaupte das doch einfach nicht. Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Ich weiß, ich werde jetzt ein paar Abonnenten weniger haben. Weil viele Leute mögen diese klaren Ansagen nicht. Komm raus aus dem Jammertal. Komm raus aus dem Tal von kein Geld haben. Such nach Lösungen. Ja, ich bin unverschuldet da reingekommen. Da gibst du schon wieder die anderen die Schuld. Ich bin unverschuldet. Ja, der und der hat mich betrogen. Ich habe ganz, ganz, ganz viel Geld verloren. Ja, mein Gott, wenn man viel Geld verliert, dann kann man wieder das Geld sich erarbeiten. Und ich bin betrogen worden. Was heißt denn das? Du bist nicht betrogen worden, du hast eine Erfahrung gesammelt, ja? Du bist jetzt um einiges klüger, das war dein Lehrgeld, das war deine Investition. Ja, ich habe auch schon in Menschen investiert. Ja, ich habe auch schon in Sachen investiert. Das ist alles zerronnen, ist alles geplatzt. Jetzt kann ich natürlich ewig dem nachtrauern, wäre das nicht passiert, wenn ich nicht pleite und. Aber das ändert doch nichts an der Tatsache, verstehst du das? Das ändert überhaupt nichts an der Tatsache. Es ist passiert. Und du hast ja mitgemacht. Ja, du hast ja mitgemacht. Mein Mann hat mich betrogen. Meine Frau hat mich betrogen.
Ich habe vor Gericht verloren und. Dann, wenn du hingefallen bist, steh auf, richte dein Krönchen und weiter geht's. Ich war schon oft so tief unten in meinem Leben. Und ich bin immer einmal mehr aufgestanden, als was ich hingeflogen bin. Und wenn ich dann den dummen Spruch höre, ja, du hast halt gut, du hast Glück gehabt. Bullshit. Wo habe ich Glück gehabt? Mir wurde gar nichts geschenkt. Ich suche immer nach Lösungen. Ich mache immer weiter. Auch immer diese, ja, die scheiß Bonzen. Was ist denn das für eine affige Einstellung, die Scheißbonzen? Ja, die Reichen, denen gehört das Geld genommen. Auch das, wenn du so eine Einstellung hast, wenn du eifersüchtig bist, wenn du über die anderen schimpfst, die Geld haben, dann wirst du nie Geld haben. Nie. Das Geld wird immer an dir vorbeigehen und das würde ich dir gerne alles sagen, das würde ich dir gerne alles zeigen auf dem Power-Geld-Seminar. Aber jetzt, bevor ich weiterrede, hören wir uns doch einfach einige der Teilnehmerberichte an. Ganz, ganz spannende, coole Berichte. Und dann schau mal, ob dich das nicht auch berührt. Ob dir das nicht auch Mut macht zu sagen, wow, es lohnt sich echt, auf das Power-Geld-Seminar zu kommen. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo, warum du unbedingt dich um dein Geld kümmern solltest. Mein Name ist Christine Hofmann und ich bin gerade hier auf einem genialen Geldseminar. Neue Ideen, wie ich mein Einkommen vervielfache, wie ich das, was ich schon habe, noch mehr erweitern kann. Und es ist wirklich auch mal über den Tellerrand zu gucken. Ich gehe nach Hause mit neuen Ideen für weitere Einkommensquellen und das fühlt sich saugut an. Wenn du das willst und überhaupt mal die Basics vielleicht auch kennenlernen möchtest, bist du hier bei Ernst gut aufgehoben. Ich kann es nur empfehlen und freue mich, dich auch irgendwann persönlich kennenzulernen, wenn du mir sagst, hey, ich war auch da. Hallo, ich bin Katja und ich sitze hier am Ende des Power-Geld-Seminars beim Ernst Krameri in Frankfurt. Und wie immer war das ein super grandioses Seminar. Und gerade dieses Thema Geld, über das man ja nicht spricht, weil Geld ja alles möglich ist. Es ist unheimlich wichtig, das zu lernen. Und ich habe es in 45 Jahren tatsächlich jetzt erstmalig ein Seminar besucht, um wirklich zu lernen, wie Geld funktioniert. Und nicht nur ein Modell mit verschiedenen Konten, wo du das verteilen kannst für die verschiedenen Themen in deinem Leben, aber auch gleichzeitig, wie funktioniert Geld denn als Energiequelle? Und wie kannst du Geld mit deiner eigenen Energie anziehen? Das heißt, einerseits sehr praktische Tools und die Umsetzbarkeit, auch überlegen, wie komme ich denn an Geschäftsideen, um noch mehr Geld zu verdienen, aber auch gleichzeitig diesen Punkt, wie gehe ich denn mit Geld um? Wie ist denn meine Einstellung zu Geld? Und wie kann ich es denn erreichen, dass Geld sich bei mir auch wohlfühlt? Deswegen ganz, ganz große Empfehlung, wenn du mehr Geld in deinem Leben haben möchtest, um mehr Freiheit in deinem Leben zu generieren, komm auf jeden Fall zum Seminar vom Ernst Krameri. Hallo, ich bin der Ralf und ich bin hier auf dem Power-Geld-Seminar und ich kam hier hin und wollte unbedingt Tipps haben, Tricks haben, wie kann ich das umsetzen, wie kann ich da mehr Geld machen. Gelernt habe ich, dass es wirklich wichtig ist, die Grundlagen von Geld erstens zu verstehen, wirklich auch die Basics immer wieder und wieder und wieder und wieder zu machen. Und ich kann euch allen nur empfehlen, geht zu dem Seminar, wenn ihr ein Thema mit Geld habt, wenn es nicht euer Leben bereichert, sondern euch einschränkt das Geld, dann geht zu dem Seminar, löst die Sachen auf, die notwendig sind und gewinnt an Qualität im Leben. Euer Ralf. Ja, hallöchen, ich bin hier im Gartenhotel Häuser beim Power Geld Seminar. Bei mir der liebe Werner aus der Schweiz. Ja, hallo lieber Werner, du warst hier vom Seminar. Was hat es dir gebracht? Es hat mir viel Power gebracht. Ja. Ich habe Visionen, die ich umsetze. Und habe viel Anregungen zum Umsetzen erhalten. Super. Was waren für dich so die drei Highlights, Werner? Das erste hängt mit meinem Alter zusammen. Ja. Ich bin 69 und habe nicht unbegrenzte Zeit zum mich engagieren. Ja. Und drum alle Kraft zusammennehmen und investieren. Jawohl. Und was war das zweite Highlight? Das zweite Highlight, ich bin mit meinen Visionen ernst genommen worden. Ja. Das ist ganz wichtig für mich. Und das dritte Highlight, eine ausgesprochen nette und powervolle Gruppe.
Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ich finde das ganz toll. Du bist ja 69 und ich finde das wundervoll, dass du mit 69 aus der Schweiz hierher fährst, dass du so Seminare mitmachst, die sehr intensiv sind, ja. Da geht es ja richtig ans Eingemachte. Also ganz, ganz große Achtung vor dir. Und ich finde das auch toll, wie du das so schön gesagt hast, ja, dass du ernst genommen worden bist. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig, ja. Mhm. Und dann natürlich auch die tolle Gruppe. Ja. Fein. Was würdest du den Leuten draußen sagen, die heute nicht dabei waren? Ich würde ihnen sagen, besucht die Seminare. Ja. Und leistet euch einen Coach, der euch begleitet, damit das, was da in den Seminaren aufgebrochen ist, auch umgesetzt wird. Das hast du sehr schön gesagt. Können wir auch noch kurz erwähnen, was du vorher im Beruf warst? Ist das okay für dich? Ja, klar. Ja, ich bin Pfarrer gewesen, bin jetzt eine Zeit lang schon pensioniert und habe ein eigenes Beratungsbusiness und darauf möchte ich jetzt aufbauen. Ich finde das ganz, ganz toll. Du warst Pfarrer viele, viele Jahre. Du bist pensioniert und du machst einfach weiter. Das finde ich sehr, sehr, sehr klasse. Was würdest du deinen älteren Menschen draußen empfehlen? Das Leben nicht abzuschließen. Sehr schön. Sondern erst recht zu leben. Das hast du wundervoll gesagt. Das Leben nicht abzuschließen, egal wie alt das man ist. Fein. Ja, lieber Werner, ich danke dir sehr für das Interview. Ja. Schön, dass du da warst. Ja, ich bin auch ein bisschen müde jetzt am Ende. Ja, genau. Ja, komm. Ist nicht alles so flüssig rausgekommen jetzt. Genau, nein, du hast das sehr, sehr schön gemacht. Das waren ja zwei intensive Tage. Wir sind ja richtig ans Eingemachte gegangen. Thema Geld, viele Paradigmen, ja. Viele, viele alte Glaubenssätze, die da aufgebrochen sind und das ist normal, aber du hast das ganz, ganz toll rübergebracht und das ist einfach wichtig, dass wir den Menschen draußen mit diesem Videoclip einfach die Chance geben, ja, einfach auch mal über das eigene Leben nachzudenken. Ja, und ich freue mich sehr, wir sehen uns ja wieder, du kommst ja bald wieder her nach Bad Dürkheim und wir coachen ja jede Woche. Mhm. Auch das freue ich mich sehr. Ja. Es gibt mir eine gewisse Sicherheit. Ja. Dass ich die Ziele, die ich mir gesetzt habe, auch erreiche. Das hast du sehr schön gesagt, Werner. Fantastisch. Dann wünsche ich dir jetzt eine gute Heimfahrt. Grüß mir meine Schweizer. Danke. Und ich freue mich, dass ich in ein paar Wochen auch wieder da bin. Ja, ich werde dich ankündigen. Ja, super. Wunderbar. Dann alles, alles Liebe für dich. Mach's gut, gell? Tschüss. Ciao. Tschüss. Ja, danke. Ciao. Du hast jetzt vier wundervolle Menschen gehört, die auf dem Powergeld-Seminar waren. Wie war das für dich? Was hat das mit dir gemacht? Weißt du, ich kann natürlich hingehen und sagen, hey, wie cool, wie geil ich bin, komm auf das Seminar. Ich finde es aber immer schön, wenn man hört, was andere gesagt haben, was Teilnehmer sagen. Ich bekomme jedes Mal Gänsehaut, wenn ich den Leuten zuhöre, wie sehr es verändert. Da musst du aber einfach reingehen. Geld, Sache ist Chefsache, schreib das auf. Wenn ich da manche Männer höre, die sagen, ja, meine Frau ist für Finanzen zuständig, dann denke ich immer, ey Männer, das ist wie wenn ihr eure Eier abgibt, ja, sorry den Ausdruck, gibst ja auch nicht deine Eier ab und sagst, meine Frau ist zuständig für meine Eier, ja, Blödsinn, oder die Frauen sagen, ja, mein Mann macht das alles. Nein, du machst das ab heute, du beschäftigst dich mit dem Thema Geld, du schaust, wo das Geld herkommt, du schaust, was du mit dem Geld machst, du schaust, wie du das Geld vermehrst, du schaust, wie du zusätzliche Einkommensquellen dir aufbaust. Und verlass dich bitte nicht auf den anderen. Ich erlebe das auch oft in Firmen, Kompagnons, weißt du, Partnerschaften. Ja, mein Partner ist zuständig für Finanzen. Du, ich kann dir so viele Geschichten erzählen, aber der Partner war zuständig für Finanzen, ja. Er war zuständig, er hat sich so damit beschäftigt, seine Finanzen umgeleitet, die ihr gemeinsam verdient habt, und dann wurde gegen die Firma pleite. Und das Geld war weg. Nein, du verdienst eigenes Geld. Du weißt, woher das Geld kommt. Du weißt, wie du Geld machst. Du weißt auch, was du mit dem Geld machst. Und es geht nicht darum, viel Geld zu verdienen und viel rauszuhauen. Es geht darum, viel Geld zu verdienen und mit dem Geld so umzugehen, dass du letzten Endes von dem Geld leben kannst. Schreib das mal bitte auf. Das ist so enorm wichtig, dass du von dem Geld leben kannst. Und die meisten Leute werden nie von dem Geld leben können, was sie hier erarbeitet haben. Die meisten Leute müssen ein Leben lang arbeiten, dass sie überhaupt über die Runden kommen.
finde das sehr, 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 sehr traurig. Mein lieber Papa, und jetzt sage ich was ganz, 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 ganz persönlich Privates. Mein lieber Papa hat bis 87 noch gearbeitet. Bis 87. Und ich kenne viele Leute, die mit 80 noch arbeiten gehen, um sich einfach Taschengeld zu verdienen. Ja, und an dieser Stelle sagst du vielleicht, ja, ja, warum, du hättest sie doch auch unterstützen können. Habe ich und mache ich noch. Ja, ich habe meine Eltern unterstützt und ich sage das nicht hier, um einfach cool zu wirken, was ich für eine geile Socke bin. Und ich unterstütze auch meine liebe Mama. Ich mache das sehr, sehr gerne. Und dennoch, mein Vater hat es sich nicht nehmen lassen, ja, auch selber Geld dazu zu verdienen. Weil, ja, weil er hat ein Leben lang einfach nicht darauf geachtet hat. Leider, 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 ja. Ich habe ihm damals Vorwürfe gemacht, als ich ganz jung war. Jungspund, 16, 17 Jahre, Vater, wieso hast du keine Firma aufgebaut, wieso hast du nicht für die Familie geschaut, ja? Das ist ja oft die Einstellung, der Mann ist zuständig für die Familie, der Mann ist zuständig fürs Geld. Blödsinn. Absoluter Blödsinn. Weißt du, wie schön es ist, wenn du deine Eltern auch, falls sie nicht aufgepasst haben, dass du einfach deine Eltern unterstützen kannst? Das macht so, so, so glücklich, wenn du jeden Monat deinen Eltern Geld geben kannst. Dass sie doch ein schönes Leben haben können, dass du deine Eltern in den Urlaub einlädst. Ich habe ganz, ganz viel mit meinen Eltern gemacht. Ich habe sie oft auf Kreuzfahrten eingeladen. Wir haben viele, viele Urlaube zusammen verbracht. Weißt du was? Das kann mir kein Mensch mehr nehmen. Niemand kann mir das mehr nehmen. Mein Vater hat sich vor 11 Jahren verabschiedet. Und ich kann ihr eine Geschichte erzählen, eine Geschichte, die mich so tief heute noch berührt. Mein Vater wurde 80, meine Mutter 60. Ich habe sie eingeladen. Und das kann ich jedem empfehlen. Mach die Reise. Im Moment ist es ja schlecht, aber ich hoffe, dass es irgendwann wieder geht. Wir sind mit dem Schiff von Petersburg, St. Petersburg, Russland nach Moskau gefahren. 12 Tage lang. Mein Vater mit 80 Jahren, meine Mutter mit 60 Jahren, die sind noch nie mit einer Linienmaschine geflogen, noch nie. Es war eine Tupolev. Ich habe meine Eltern abgeholt in St. Moritz und dann sind wir von Zürich aus nach St. Petersburg geflogen. Wir saßen zusammen in einer Dreierreihe und da nimmt meinem Vater die Hand von meiner Mutter, ja. Und sagt zu ihr, sagt immer liebevoll zu ihr, Mäuschen. Tätschelt ihr die Hand und sagt, du brauchst keine Angst zu haben, ich pass auf dich auf. Weißt du, wie schön das ist, wie schön, also ist wahr, es ist ja nicht mehr, es war. Weißt du, wie schön es ist, das zu sehen? Ey, das habe ich so berührt, das hat mein Herz mit so viel Dankbarkeit erfüllt. Und dann gibt es noch eine unglaubliche Geschichte. Mein Vater, meine Mutter und ich, wir stehen auf dem Roten Platz in Moskau. Ich weiß nicht, ob du da schon mal standst. Das ist ein unglaublicher Platz. Und dann nimmt mein Vater, der meine Mutter nie in der Öffentlichkeit umarmt hat, der sie nie gedrückt hat, der sie nie geküsst hat in der Öffentlichkeit, weil das tut man nicht. Er war so ergriffen, nimmt meine Mama, drückt sie ganz fest, küsst sie und sagt zu ihr, Mus, ich liebe dich so sehr. Danke, 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 dass du mich begleitest in meinem Leben. Und danke, dass ich das alles mit dir erleben darf. Weißt du, wie schön das ist? Das hätte ich alles nicht erlebt, hätte ich meine Eltern nicht eingeladen. Oder ich denke auch gerade an eine Moselkreuzfahrt. Wie sehr haben sie die Moselkreuzfahrt geliebt? Diese Weinberge, wenn das Schiff ganz sanft entlang gleitet. Und wie ergötzend war das für sie in den Schleusen. Und wie hat mein Vater immer dann versucht, meiner Mutter alles zu erklären. Es war so schön. Wunder, wunderschön. Und ich wünsche mir, dass du auch deine Eltern einladen kannst. Ich wünsche es mir so sehr, dass du auch deinen Eltern das gönnen kannst. Dass du sie mitnehmen kannst, dass du sie schön zum Essen ausführen kannst. Dass du ihnen auch was ermöglichst. Oder sie sind so gerne nach Südtirol gefahren. Wie oft habe ich sie eingeladen nach Südtirol und wie glücklich waren sie da. Wie unendlich glücklich.
das kann mir kein Mensch mehr nehmen in meinem Leben. Verstehst du das? Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist Spenden. Ich mache sehr, sehr viele Charities. Ich spende ganz, ganz viel. Und das möchte ich dir auch sehr ans Herz legen. Fang auch du an zu spenden. Das macht sehr, 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 sehr glücklich. Es gibt übrigens auch einen Podcast Spenden. Kannst du in der Suche eingeben. Da kannst du mal hören, was ich da alles dazu zu sagen habe. Oder gesagt habe. Weißt du, wie schön es ist? Beispiel. Es gibt Länder, da werden viele, viele Kinder noch mit Hasenscharte geboren. Vor allem Mädchen, die haben keine Chance, weil in den Ländern ist das ein Teufelswerkzeug. Und die Kinder sind besessen. Und dann fährt man aufs Feld raus und lässt die Kinder einfach runterplumpsen. Und dann sterben diese kleinen Kinder, diese kleinen Babys. Weißt du, wie traurig das ist? Und weißt du, wie schön es ist, wenn du helfen kannst, wenn du spenden kannst? Die eine Charity, wir haben 40 Kinder gerettet, 40 Operationen bezahlt. Wir haben in Nepal ein Krankenhaus aufgebaut. Ich sage das nicht, um hier anzugeben, wie cool, wie toll ich bin. Mit der Unterstützung unserer Kunden, mit der Unterstützung Charity. Den größten Teil haben wir immer gespendet, oder ich. Oder bei Türkheimer Lebenshilfe liegt mir sehr, sehr, sehr am Herzen. Bei Türkheimer Lebenshilfe, mehrfach Behinderte im Rollstuhl, die keine Chance hatten, rauszugehen. Die keinen Platz draußen hatten im Sommer. Da haben wir alles bezahlt. Wunderschöne Außenanlage. Es können die im Sommer da sein. Anderes Beispiel. Es gab zwei Südbalkone, mehrfach Behinderte. Es sind ja zig verschiedene Häuser. Die konnten im Sommer nicht auf den Balkon raus. Dann haben wir zwei Sonnenmarkisen gekauft. 6.000 Euro. Oder jetzt gerade jüngst haben wir einen Bauwagen gekauft. Es gibt eine Außenstelle der Türkheimer Lebenshilfe. Das ist auf dem Pferdehof. Und jetzt musst du mal genau zuhören. Genau zuhören, was da passiert ist. Und du siehst ja, meine Stimme wird leiser. Ich fühle mich da so sehr berührt. Da gibt es zwei Männer, die haben nicht gesprochen, die haben nichts gesagt. Die lagen nur rum, die saßen nur da, die waren völlig in einer anderen Welt. Und seit sie auf dem Pferdehof sind, blühen sie auf, striegeln die Pferde, misten aus, füttern die Pferde, sind richtig, richtig aufgeblüht. Aber sie hatten keine Chance, weil der Pferdehof gehört einer privaten Person. Und sie hatten keinen Unterschlupf im Winter bei Regen, bei Kälte oder bei großer Hitze. Und da haben wir einen Bauwagen gespendet. Ein wunderschöner Bauwagen. Das kannst du alles nachschauen, auch bei YouTube. Weißt du, wie traumhaft es ist, diese Menschen da zu sehen, als wir dann den Scheck überreicht haben, der Bauwagen da stand. Mega, 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 mega cool. Oder auch für all die Leute, die in der Werkstatt arbeiten. Die mussten Pause machen in der Werkstatt oder sie hatten so einen Innenraum, aber sie konnten nicht ins Freie. Da haben wir die Außenanlage finanziert und sie haben dann in der eigenen Schreinerei die Möbel gebaut. Weißt du, wie schön es ist, wenn du das alles machen kannst? So, jetzt sagst du natürlich, ja, ich habe nicht so viel Geld, ich kann das nicht machen. Weißt du, auch ich habe mal ganz, ganz klein angefangen. Oder Sterbehospiz, Sterntaler, was haben wir da alles gespendet? Schau mal, kleines Beispiel, bevor du wieder mal jammerst. Stell dir mal vor, du bist ein kleines Baby, du kommst auf die Welt. Und jetzt nicht wegdrehen hier und auf Stopp klicken, rausgehen. Hörst dir einfach mal zu. Ich finde das so wichtig. Wichtig für die eigene Dankbarkeit, wichtig auch eine gewisse Demut an den Tag zu legen und wichtig auch zu verstehen, wieso das so enorm wichtig ist, dass ich Geld verdiene und auch anderen Menschen helfen kann. Und hier höre ich dann oft den dummen Spruch, ja, mir hilft auch keiner, warum soll ich anderen helfen? Weißt du, wenn alle so denken würden, das ist doch bescheuert. Da siehst du wieder, was für ein komisches Mindset du hast, wenn du gerade das denkst. Ändere es, du hast die Kraft in dir, ändere es wirklich. Schau mal, du kommst als kleines Baby auf die Welt und du hast eine Krankheit, du weißt, du stirbst.
Das kann Krebs sein, das können viele, viele andere Krankheitsformen sein. Bist du da in einer Uniklinik? Ja, dann bist du in der Schulmedizin. Und du weißt ja selber, da ist nicht so viel Zeit vorhanden. Und so ein Kinderhospiz, du weißt ja, Hospiz heißt ja immer das Ende. So ein Kinderhospiz gibt den Eltern die Möglichkeit, in dem Kinderhospiz zu leben. Es gibt den Eltern die Möglichkeit, darüber zu reden. Schau mal, wenn dein Kind jetzt in einer Uniklinik so liegen, so in einem Krankenhaus, glaubst du, da gibt es die Möglichkeit, dass Ärzte da sind, Pflegerinnen da sind, um die Eltern aufzufangen oder auch die Geschwister aufzufangen? Verstehst du, wie schwer es für so ein Kind ist, ein Geschwisterkind? Das versteht es einfach nicht, dass das eine Kind so viel Aufmerksamkeit bekommt und sie nicht. Und es geht darum, dass diese kleinen Geschöpfe ein möglichst schönes Leben noch haben können. Da sind so viele Therapeuten da, die spielen mit den Kindern. Es ist alles angepasst. Es gibt Tag und Nacht Betreuung. Die Eltern können da wohnen in ihrem unendlichen Schmerz. Stell dir mal vor, du hast so ein Kind und du weißt, es wird sterben, aber du weißt nicht wann. Ist das nicht grausam? Ist das nicht unendlich schlimm? Ich finde es brutal. Ich finde so brutal. Ich kann jeden Tag immer noch sagen, ich bin so glücklich und so dankbar, dass ich gesund bin. Und dass ich selber für mich vorstehen kann. Aber stell dir mal vor, weißt du, ich höre dann immer wieder, ja, mir wird schon nichts passieren, ich bin ja gesund. Weißt du, wie schnell man krank werden kann? Weißt du, wie viele Leute in den Pflegeheimen sind, auch in jungen Jahren, die einen Unfall hatten, von jetzt auf nachher, ist die Welt plötzlich eine ganz, ganz andere. Plötzlich bist du schwer behindert, plötzlich brauchst du Hilfe. Vaterstaat macht viel, aber Vaterstaat kann nicht alles machen, verstehst du? Jetzt brauchen wir auch hier nicht darüber zu sprechen, sondern es ist einfach so. Und dann braucht es private Spender. Es braucht ganz einfach Leute, die helfen. Weißt du, wie schön es ist, wenn man so im Sterbehospiz einen neuen Platz erschaffen kann? Oder jetzt gerade, wir sind jetzt gerade dabei, die nächste Charity für die Lebenshilfe Bad Dürkheim, ein Snoozy-Raum. Snoozy-Raum, ich wusste gar nicht, was das ist. Das ist ein Raum, wo die Mehrfachbehinderten einfach chillen können. Das ist ein Raum mit Wasserbett, mit Musik, mit Farbenspielen und so weiter, dass sie all ihre Sinne aktiviert werden. Das wird schon so lange gewünscht. Vater Staat kann sich das nicht leisten. Jetzt machen wir das sehr, 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 sehr gerne. So, das war's jetzt auch an dieser Seite. Über Spenden. Denk einfach mal drüber nach. Wo könntest du überall spenden? Was könntest du überall Gutes machen? Und wenn du jetzt noch nicht so viel hast, es gibt eine Regel, spende den Zehnten. Spende einfach. Und schau, dass du so ins Geld verdienen kommst, dass du richtig, richtig viel spenden kannst. Dass du richtig, richtig Gutes tun kannst. Sehr, sehr Gutes tun kannst. Weil das ist so erfüllend. Das ist so traumhaft schön. Und ich wünsche mir, dass ich noch lange, lange auf dieser Welt leben darf. Und noch ganz, ganz viel spenden darf. Für all die Menschen, denen es eben nicht so gut geht. Und weißt du, wenn du hier diesen Newsletter dir anhören kannst, dann geht es dir schon besser als vielen, vielen anderen Menschen. Und wenn du heute Morgen aufwachen konntest, selber aufgestanden bist, dich selber gewaschen hast und gefrühstückt hast und laufen kannst, dann geht es dir richtig, 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 richtig gut. Ich wünsche dir das so sehr. Ich weiß nicht, ob du es weißt, ich habe einen Kunde, Lutz Kaderreit, der war auch bei mir auf der Speaker Cruise und er baut auch Rollstühle. Da habe ich ihn noch, ich habe ihn gefragt, ja sag mal, ist das überhaupt ein Geschäft? So viele Rollstuhlfahrer gibt es doch gar nicht. Und er sagt, es gibt 3,8 Millionen Rollstuhlfahrer, kannst du dir das vorstellen? Durch Krankheit von Geburt an und viele, viele durch Unfälle. Wie schön, wenn jemand da ist, der auch unterstützen kann. Wie schön, wenn jemand da ist, der auch helfen kann. Also, hier an dieser Stelle. Bitte denk nochmal darüber nach, ob es sich für dich auch nicht lohnt, einen anderen Weg zu gehen. Ob es für dich nicht lohnt, einfach wirklich so Geld zu verdienen, dass du wirklich, wirklich helfen kannst. Einmal kannst du dir selber helfen, du kannst deiner Familie helfen. Du kannst anderen Menschen helfen, denen es eben nicht so gut geht. Es braucht mehr solcher Leute, wirklich mehr.
und nur auf sich selber bedacht sein. Ich halte das für sehr, sehr egoistisch. Und das hat nichts damit zu tun, nach einem Motto, ja, ja, und so hast du genug Kohle. Mir geht's ja richtig gut. Ich möchte dir an dieser Stelle eines sagen, ich komme aus einem sehr armen, einfachen Elternhaus. Und das, was da ist, habe ich mir erarbeitet. Und ich bin weiter immer fleißig, aktiv. Ich mache es sehr, sehr gerne. Du hast jetzt die Chance, am Power-Geld-Seminar teilzunehmen. 19. bis 21. September. Nutz diese Chance. Schick eine E-Mail an team@kramery.de. Schreib bitte, wer du bist, was du machst und wieso, dass du gerne am Power-Geld-Seminar teilnehmen möchtest. Du bekommst einen Bewerbungslink, dann schickst du ein Bewerbungsvideo und dann machen wir einen Zoom-Call. Außer ich kenne dich schon. Und du wirst alles, alles lernen zum Thema Geld. Alles, 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 wie du es schaffst, die Einkommensströme aufzubauen, wie du dir schaffst, eine andere mentale Einstellung zu Geld zu bekommen. Ich wünsche es mir so sehr, dass du dabei bist, dass du in die finanzielle Freiheit kommst. Und hier höre ich immer wieder, ja, ist denn das garantiert? Die Leute wollen immer eine Garantie. Natürlich kann ich dir keine Garantie geben. Ich kann dir nur die Garantie geben, dass ich dir aus 44 Businessjahren alles raushaue. Diese Garantie kann ich dir geben. Aber ich weiß nicht, was du umsetzt. Ich weiß nicht, was du aufnimmst. Ich weiß nicht, wie konsequent du bist. Ich weiß auch nicht, wie viel Durchhaltevermögen du an den Tag legst. Das hängt dann auch von dir ab, was du alles machst. Weil es ist nicht so wie ein Geldautomat, wo man Geld reinschmeißt und dann unten kommt ganz, ganz, ganz viel raus. Jetzt liegt's an dir. Schreibe, füll den Bewerbungslink aus. Wir zwei machen einen Zoom-Call. Wir sprechen, dass ich sehe, okay, ist das überhaupt das Richtige? Lohnt es sich für dich hier zu investieren oder lassen wir es einfach lieber? Tausend Dank, dass du mir zugehört hast. Tausend Dank, dass du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir, es war ein sehr, sehr nachdenklicher Podcast. Ach, Podcast. Ich komme immer vom Podcast. Siehst du, ich habe mich noch gar nicht daran gewöhnt, dass ich jetzt die Newsletter die letzten paar Male hier per Aufnahme gemacht habe, wie meine Podcasts. Danke, danke, dass du hier im Newsletter dabei warst. Danke, dass du ihn verteilst. Danke, dass du anderen Menschen mitteilst, wie wichtig es ist, diesen Erfolgsnewsletter zu abonnieren. Und Geld, Geld ist das Thema, was in jeder Hand gehört. Du darfst Geld nicht dem Zufall überlassen und du darfst nicht in der Hoffnung leben, eines Tages mehr Geld zu haben. Wie oft erlebe ich Leute, die sagen, ja, ich würde gerne zu dir kommen, ich würde mich gerne von dir coachen lassen, im Moment habe ich kein Geld. Wenn ich Geld habe, dann komme ich zu dir. Ich kann dir eines sagen, woher soll denn das Geld kommen? Wenn du weißt, wie Geld geht, ja, wenn du weißt, wie man Geld macht, dann hättest du es doch schon längstens gemacht, oder? Dann wärst du doch schon längstens finanziell frei. Da du nicht finanziell frei bist, das hinten und vorne nicht reicht, oder das heißt hinten und vorne, da du es dir einfach manches nicht leisten kannst, sagen wir es mal so, diplomatischer, zeigt einfach auf, du hast noch zu wenig Ahnung davon. Und es hat nochmal nichts mit Glück zu tun. Oder viele sagen, ja, ja, reich geboren, reich geerbt. Ja, nein, ich bin weder reich geboren, noch habe ich reich geerbt. Ja, ich habe es gewünscht, viele, viele Jahre. Aber irgendwann habe ich gedacht, mein Gott, du hast doch einen gesunden Verstand, du hast gesunde Hände, arbeite, such nach Lösungen, such nach Wegen. Und ich habe immer ganz, 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 ganz viel in mich investiert, mache das heute noch. Wissen eingekauft. Ich beschäftige mich mit den Themen. Weil hätte ich das Wissen mitgenommen, was meine Eltern mir gesagt haben, ja, dann wäre es Thema gewesen, spare, 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 das Geld reicht hinten und vorne nicht. Und die Reichen bonzen und wir die Armen. Ich hatte einfach keine Lust darauf, wirklich nicht. Dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Genauso kannst du dich jetzt auch auf den Weg machen. Herzlichen Dank und keine Angst. Jetzt werden nicht alle Podcasts sich nur um das Power-Geld-Seminar drehen. Aber es ist mir wichtig, jetzt liegt es einfach an, weil ich möchte nicht, dass das passiert, was schon ein paar Mal passiert ist, dass die Leute dann oder dass du zu mir sagst, ja, hättest du mir doch was gesagt, dass das Power-Geld-Seminar stattfindet oder ein anderes Seminar. Ich hätte gerne teilgenommen. Jetzt muss ich ein ganzes Jahr warten. Ja, du kannst natürlich dich auch von mir privat coachen lassen, ja. Aber das kostet dann einiges. Und es ist niemals das Gleiche, wie wenn du das in einer Gruppe machst, ja. Dann siehst du auch die Empfindungen, du siehst die Glaubenssätze der anderen Menschen. Das macht auch was mit dir, weißt du. Es macht sehr, sehr, sehr viel mit dir, weil du lernst ja in der Gruppe. Und ich kann dir eines sagen, es sind lauter coole, tolle Menschen, die auf dem Seminar sind. Außergewöhnliche Menschen. Menschen, die einfach ihre alte Welt verlassen. Die einen neuen Weg gehen.
tausend Dank, alles Liebe, schön, dass es dich gibt und freue dich auf den nächsten Newsletter. Ciao, bye bye, dein Ernst.